자, 안녕하세요. 지금부터 2014년 박경리 문학상 수상자 강연회를 시작하겠습니다. 저는 오늘 강연회 사회를 맡게 된 연세대학교 인문학연구원 부원장 도고동문학과의 유현주입니다. 오늘 이렇게 영광스러운 자리에 사회를 맡게 되어 대단히 기쁩니다. 2014년 박경리 문학상의 수상 작가는 독일의 작가인 베르나르트 슐링크이며 오늘 이 자리에 모시고 수상 기념 강연을 듣도록 하겠습니다. 슐링크 교수님은 독일어권뿐만 아니라 전 세계적으로 유명한 소설가이고 특히 무려 51개국의 언어로 번역된 책 읽어주는 남자는 우리나라에서도 물론 번역되었고 또 굉장히 많이 토론을 불러일으킨 바가 있습니다. 오늘의 강연 제목은 과거와의 결별, 우리는 과거와 이별할 수 있는가? 입니다. 평소 독일의 과거사 청산 문제와 관련해서 많은 문학적 성과를 거둔 작가이니만큼 저도 오늘의 강연에 큰 기대를 하고 있습니다. 우선 강연에 앞서 그 연세대학교 정가병 총장님께서 축하의 말씀을 해주시겠습니다. 지금 가을을 맞이해서 한 해 결실에 감사하는 계절인데 작년에 이어서 올해에도 박경리 문학상 수상작가를 저희 연세대학에 모셔서 초청 강연을 개최하게 된 것을 더없는 기쁨으로 생각합니다. 슐링크 선생은 독일 전후 세대가 나치즘이라는 과거를 바라보는 시각을 탄탄한 서사 구조 속에 작품화시키고 있어서 문학성과 역사성의 조화를 추구하는 박경리 문학상의 취지에 잘 부합된다고 들었습니다. 오늘 슐링크 박사님 강연에서 언급될 과거사는 우리에게도 관련된 현실적이면서도 매우 철학적인 역사적인 문제라고 얘기를 들었습니다. 이 문학은 개방성과 창의성을 기르는데 꼭 필요한 풍부한 양분을 저에게 줍니다. 또한 문학은 언어와 문화의 차이를 뛰어넘어서 사람들의 마음에 보편적인 살아있는 진리를 전달합니다. 오늘의 초청 강연을 통해 한국 문학과 독일 문학이 독일 작가와 한국 독자가 문학 안에서 서로 교감하고 소통하며 서로의 온기로 살아있는 진리를 덮이는 충전의 장이 마련될 수 있기를 바랍니다. 이 문학이 궁극적으로 우리 영혼의 양분이 되어야 한다는 취지로 박경리 문학상이 만들어진 것처럼 우리 연세대학교 또한 인간의 정신을 풍요롭게 하는 인문학의 진흥에 많은 노력을 기울여 왔습니다. 129년의 역사를 자랑하는 저희 대학교는 기독교 정신의 토대 위에서 시대를 이끄는 변화를 양분으로 글로벌 대학이라는 큰 나무로 성장해 왔습니다. 연세는 앞으로도 열린 마음으로 다양한 패러다임을 수용하고 창의적인 정신으로 연구와 교육에 앞장서 나가게 될 것입니다. 다시 한번 우리 박경리 문학상을 수상하신 베르나르트 슐링크 선생님께 축하의 말씀을 드리고 또한 이 강연회가 개최되기까지 많은 노력을 해주신 김영주 토지문화재단 이사장님, 윤혜준 인문학연구원장님, 이현호 동서문제연구원장, 그리고 이정훈 리더십센터 소장님, 그리고 동문학과 유현주 교수님들 여러분들께 감사드립니다. 그리고 귀한 결국 발걸음을 해주신 내외 기빈 여러분께 다시 감사드립니다. 대단히 감사합니다. 우선 이번 행사를 주최한 바로 토지문화재단의 이사장인 김영주 이사장님 오셨습니다. Nun möchte ich Ihnen bittige Gäste vorstellen. Zuerst Frau Kim Young-ju von Toji Foundation of Culture ist bei uns und 그리고 또 오늘 그 독일 문화 원장님이 오셨습니다. Herr Dr. Stefan Dreyer, der Institutsleiter von Goethe-Institut in Seoul. Herr Präsident, Frau Kollegin, ich danke für die freundliche Begrüßung, für die Glückwünsche zum Preis. Ich freue mich über den Preis, ich bin stolz auf ihn und ich freue mich jetzt, meinen Dank und meine Freude dadurch ausdrücken zu können, dass ich Ihnen zum Thema Abschied von der Vergangenheit vortrage.
Die Vergangenheit ist beides. Der Boden, in dem wir wurzeln und auf dem wir stehen, und eine Bürde, unter der wir leiden. Wir sind, wer wir sind, nicht ohne unsere Vergangenheit, unsere individuelle Vergangenheit als Person und unsere kollektive als Volk. Wir können die Gegenwart und die Zukunft gestalten, weil wir auf den Schultern der Generationen stehen, die vor uns gearbeitet, gekämpft und gestaltet haben. Aber wir sind in unserer Gestaltung von Gegenwart und Zukunft auch beschränkt und behindert durch die Weichen, die die Generationen vor uns gestellt haben. Die Niederlagen, die sie erlitten oder verschuldet, die Zerstörungen, die sie angerichtet, die Verbrechen, die sie begangen haben, lasten auf den nachfolgenden Generationen. Ist es unser Schicksal, mit der Vergangenheit zu leben? Mit dem, was sie uns aufbürdet, wie mit dem, was sie uns zuspricht? Oder können wir sie von uns weisen, hinter uns lassen, abschütteln? Können wir Abschied von der Vergangenheit nehmen? Das ist die Frage, der ich in meinem Vortrag nachgehen werde. Ich werde ihr nicht abstrakt nachgehen, sondern als Deutscher, der vor und mit Koreanerinnen und Koreanern spricht. Für meine Generation, die Generation der heute 60- bis 70-Jährigen, ist ein Abschied von der Vergangenheit schwer vorstellbar. Die Vergangenheit ist zu gegenwärtig. Für mich als Deutschen ist sie in der Schuld gegenwärtig, die die Generation meiner Eltern auf sich geladen hat und mit der auch wir, die Generation der Kinder, leben. Die Generation meiner Eltern hat in Europa Kriege von entsetzlicher Grausamkeit geführt und die Vernichtung der europäischen Juden betrieben, soweit sie an den Furchtbarkeiten des Dritten Reichs und des Zweiten Weltkriegs nicht direkt beteiligt war, hat sie doch davon gewusst und nichts dagegen getan. Vielleicht hat sie zu, vielleicht weggesehen. Wir, die Kinder, haben, als wir davon erfuhren, die Gemeinschaft mit der Generation der Eltern nicht aufgekündigt, sondern aufrechterhalten. Jeder Angehörige meiner Generation hat erlebt, dass ich bei einem für ihn wichtigen Angehörigen der Elterngeneration, sei es der geliebte Vater oder Onkel, der verehrte Lehrer oder Pfarrer, der Professor, der einen entscheidend intellektuell gefördert hat, oder der Arzt oder Architekt, der einem zum Vorbild wurde, eines Tages erwies, dass er während des Dritten Reichs oder Zweiten Weltkriegs Schuld auf sich geladen hat. Indem wir ihm dennoch dankbar, zugetan, verbunden blieben, haben wir uns in seine Schuld verstrickt. Einen Schuldigen in der Gemeinschaft zu halten, nicht mit ihm zu brechen, ihn nicht zu bestrafen, nicht auszustoßen, bedeutet Schuldgemeinschaft. Diese Kollektivschuld war in alten Zeiten sogar eine rechtliche. Damals galt: Wenn ein Mitglied eines Stammes ein Mitglied eines anderen Stammes getötet oder verletzt hatte, ein Entweder-Oder. Der eine Stamm konnte den Täter entweder ausstoßen oder in der Solidarität des Stammes halten. Hielt er ihn in der Solidarität des Stamms, war er als Kollektiv dem anderen Stamm zur Buße verpflichtet. In heutiger Zeit ist die Kollektivschuld nur noch eine moralische. Sie wird als solche aber sowohl von den Schuldigen und ihren Kindern als auch von den Opfern und ihren Kindern deutlich empfunden. Nicht nur fühlt sich meine Generation in die Schuld der Generation meiner Eltern verstrickt, wir werden, wenn wir nach Israel oder Polen oder Russland reisen, auch in dieser Verstrickung wahrgenommen und angesprochen. Ich kenne nicht wenige Angehörige meiner Generation, die als junge Menschen zunächst meinten, sie hätten mit Deutschland eigentlich nichts zu tun, seien Europäer oder Weltbürger oder einfach nur sie selbst, bis sie zu reisen begannen und merkten, dass sie als Deutsche wahrgenommen und angesprochen wurden, als Deutsche mit dieser Vergangenheit, mit dieser Schuld, und dass sie dem nicht entkommen, dass sie sich vielmehr dazu bekennen und verhalten mussten. Ich kann nicht angemessen über die Generation der heute 60- bis 70-jährigen Koreaner und Koreanerinnen reden. Aber ich verdanke dem Preis, der mir verliehen wurde, den Anstoß, mich in die koreanische Literatur hineinzulesen. Und ich war tief davon berührt, wie gegenwärtig das Joch der japanischen Besatzung,
das Grauen des Kriegs zwischen Nord und Süd, das Leid der Teilung des Landes, die Schrecken der Militärdiktatur und die Verwerfung der forcierten, rasanten, erfolgreichen Industrialisierung in der Literatur sind. Vielleicht kann man sagen, dass, wie die Vergangenheit für meine Generation der Deutschen als Schuld gegenwärtig ist, sie für die gleiche Generation der Koreaner und Koreanerinnen als Trauma gegenwärtig ist, so gegenwärtig, dass schwer zu sehen ist, wie es gelingen sollte, von ihr Abschied zu nehmen. Das Leid, das Trauma der Teilung des Landes in Nord- und Südkorea macht mir bewusst, wie gnädig die deutsche Teilung war. Sie war keine traumatische Erfahrung und ist keine traumatische Erinnerung. Der Kalte Krieg zwischen Ost und West war zwar auch ein kalter Krieg zwischen den Westdeutschen in der Bundesrepublik Deutschland und den Ostdeutschen in der DDR, war also, wenn man so will, ein kalter Bürgerkrieg. Aber er hatte nichts von dem Hass, der Unerbittlichkeit, der Verzweiflung eines heißen Bürgerkriegs. Den Westdeutschen war immer klar, dass nicht die Ostdeutschen der Gegner war, sondern deren Regime, das sein Entstehen und seinen Erhalt der Sowjetunion verdankte. Die Teilung war eine Folge des verlorenen Kriegs, die getragen werden musste und nach Auffassung mancher linker Intellektueller und Schriftsteller sogar als gerechte Strafe akzeptiert werden sollte, die aber auch getragen werden konnte. Bis zum Bau der Mauer am 13. August 1961 war die Grenze zwischen beiden Deutschlands leicht zu überwinden und auch danach gelang denen, die es wirklich und beharrlich wollten, die Ausreise oder Flucht aus der DDR. Die DDR hat sich nicht hermetisch gegen den Westen abgeschottet und hätte dies auch nicht gekonnt, wenn sie es versucht hätte. Die gemeinsame Verantwortung der USA, Englands, Frankreichs und der Sowjetunion für das ganze Berlin hatte zur Folge, dass Ost-Berlin zugänglich blieb, zugänglich für die westlichen Alliierten und auch für die Westdeutschen. Der Westen war für die Ostdeutschen durch Besuche westdeutscher Verwandter, die das Regime erlaubte, durch Kontakte mit Westdeutschen, die Berlin ermöglichte, durch Begegnungen Familien und Freunden aus Ost und West in Rumänien, Bulgarien und der Tschechoslowakei und durch Radio und Fernsehen in einer Weise präsent, dass die Teilung die menschlichen, kulturellen, kirchlichen und wissenschaftlichen Verbindungen nie abreißen ließ. Mit dem Grundlagenvertrag, den die Bundesrepublik Deutschland und die DDR 1973 schlossen und indem sie sich wechselseitig anerkannten, wurde dies alles auch auf eine verlässliche rechtliche Grundlage gestellt. In den 70er und 80er Jahren hatte die deutsche Teilung eine Normalität gewonnen, mit der die Deutschen in beiden Teilen leben konnten. Ich erinnere mich gut daran, wie ich als junger Professor Anfang der 80er Jahre in Bonn die Vorlesung über Staatsorganisationsrecht hielt, zu der auch ein Abschnitt über die Rechtslage Deutschlands gehörte, das heißt über die Frage, ob das Deutsche Reich untergegangen war, wenn nicht mit der bedingungslosen Kapitulation, dann mit der Teilung, oder ob es weiter existierte und welche rechtliche Natur das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR war, einer völkerrechtlichen oder einer staatsrechtlichen. Ich ließ in der Vorlesung durchblicken, dass ich die Teilung für vorübergehend und die Wiedervereinigung für gewiss hielt. Nach der Vorlesung kamen Studenten und Studentinnen zu mir und fragten mich ungläubig, ob das mein Ernst sei, ob ich wirklich erwarte, dass Deutschland eines Tages wieder vereinigt würde. Ich versicherte es ihnen und sie hielten mich für einen Phantasten. Warum war ich so sicher? Ein Grund war die Familie. Mein Vater war Theologe, Pfarrer und Professor, und die geistige Welt, in der ich aufwuchs, war die Welt der Reformation, die Welt Luthers und Bachs, die ihre Orte im Osten Deutschlands hatte, in Wittenberg und Eisenach, Leipzig und Halle. Diese Welt war meine Welt, diese Orte waren meine Orte ebenso wie Heidelberg, die Stadt im Westen Deutschlands, in der ich aufwuchs. Ein weiterer Grund war meine Liebe zur Geschichte. In meiner Kindheit von meinem Großvater, einem wunderbaren Geschichten- und Geschichteerzähler geweckt.
zeigte die Geschichte nicht, dass Nationen auch nach Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten der Unterdrückung und Teilung schließlich wieder zur Einheit und Selbstständigkeit finden? Ein letzter Grund war das Erlebnis dort Ostberlins wie auch Ostdeutschlands. Als ich in den 60er Jahren in Westberlin studierte, war ich oft in Ostberlin und lernte dort Studenten und Studentinnen kennen, mit denen der Umgang ebenso vertraut und freundschaftlich war wie der Umgang mit meinen Westberliner Kommilitoninnen und Kommilitonen. In den 70er Jahren habe ich mit einer Freundin, die 1965 aus der DDR geflohen war, eine Reise durch die DDR gemacht. Und so kritisch sie, die es in der DDR nicht mehr ausgehalten hatte, die DDR sah, so selbstverständlich war uns beiden, dass dieses Land mit seinen Menschen und Städten und Landschaften ebenso unser Deutschland war wie die Bundesrepublik Deutschland. In den 80er Jahren ließ mein Sohn, wie dies Kinder gerne tun, einen Luftballon mit seiner Adresse in den Himmel steigen und bekam nach einer Woche einen Brief von einem gleichaltrigen Mädchen aus der DDR, wohin der Luftballon seinen Weg gefunden hatte. Es entstand eine Brieffreundschaft und eines Tages wurden mein Sohn und ich eingeladen, die Familie des Mädchens im Harz zu besuchen. Auch mein 12-jähriger Sohn empfand, dass dort ebenso Deutschland war wie bei uns zu Hause. Willy Brandt hat nach der Wiedervereinigung über die beiden Teile Deutschlands gesagt, dass zusammen wächst, was zusammen gehört. So war es und so ist es. Bei allen Schwierigkeiten, die das Zusammenwachsen zu bewältigen hatte und bis heute zu bewältigen hat, besteht kein Zweifel, dass es gelingt, weil die beiden Teile Deutschlands zusammengehören. Wie wird es eines Tages Korea ergehen? Auch für Korea gilt die Lehre der Geschichte, dass Völker auch nach Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten der Unterdrückung und Teilung schließlich wieder zu Einheit und Selbstständigkeit finden. Die koreanische Literatur vermittelt den Eindruck, dass auch hier Menschen, die im Süden leben, familiäre und geistige Wurzeln im Norden und Menschen, die im Norden leben, familiäre und geistige Wurzeln im Süden haben. Sie vermittelt ferner den Eindruck, dass auch hier Süd- und Nordkoreaner und Koreanerinnen, wenn sie sich begegnen, einander als Koreaner erkennen. Auch wenn eine lange und brutale Teilung Gemeinsamkeiten zerstört, Verbindungen zerschneidet und Distanz schafft, die Seele eines Volkes lebt in seiner Sprache und die Seele eines geteilten Volkes lebt unteilbar in seiner ungeteilten und unteilbaren Sprache. Gelegentlich ist zu hören, dass an der deutschen Wiedervereinigung, wenn sie nicht während meiner Generation stattgefunden hätte, die junge Generation der Westdeutschen kein Interesse mehr gehabt hätte, weil sie zu viel gekostet hätte. Auch über die junge Generation der Südkoreaner habe ich gehört, dass ihr Interesse an einer koreanischen Wiedervereinigung abnehme, weil ihr die Kosten zu hoch wären. Aber vor die Wahl zwischen billiger Teilung und teurer Wiedervereinigung stellt einen die Geschichte nicht. Wenn die Grenzen sich öffnen, wenn die Mauern fallen, geraten die Menschen in Bewegung. Die Ostdeutschen wollten nach Westdeutschland und an dessen Freiheit und Wohlstand teilhaben und die Nordkoreaner werden nach Südkorea und an dessen Wohlstand und Freiheit teilhaben wollen. Die Menschenfluten sind nur zu stoppen, indem die Lebensverhältnisse angeglichen werden. Wird die Wiedervereinigung erst einmal möglich, dann setzt sie sich durch wie eine Naturgewalt. Ich bin im Januar 1990 als erster Gastprofessor aus der Bundesrepublik Deutschland an die Humboldt-Universität in Ost-Berlin gekommen und habe dort das letzte Jahr der DDR, die Wiedervereinigung, die Verwandlung der Universität in eine Universität westlichen Standards und der geteilten Stadt in eine vereinte Stadt miterlebt und im Rahmen der Möglichkeiten, die meine Stellung und die Gunst der Stunde boten, mitgestaltet. Irgendwann in den 90er Jahren besuchte mich ein koreanischer Kollege und fragte mich nach meinen Erfahrungen mit dem Ende des politischen Systems der DDR, mit dem Systemwechsel und der Wiedervereinigung. Es interessierte ihn im Hinblick auf ein mögliches Ende des politischen Systems in Nordkorea.
Ich weiß nicht mehr, worüber wir im Einzelnen gesprochen haben und was ich ihm im Einzelnen gesagt habe. Aber ich weiß, was ich ihm hätte sagen sollen. Ich hätte ihm von den ersten Monaten nach dem Fall der Mauer erzählen sollen, von der Zeit, in der die Deutschen aus dem Osten und die Deutschen aus dem Westen sich endlich wieder frei begegnen konnten und das mit einer überwältigenden Freude aneinander, Neugier aufeinander und Offenheit füreinander taten, als erlebten sie einen Liebesfrühling. Ich hätte ihm vom Umschlagen der Stimmung dieser ersten Monate in eine Stimmung der Skepsis, des Argwohns und der Ablehnung erzählen sollen. Verantwortlich für das Umschlagen war der Westen, beziehungsweise waren die Berater, Betreuer, Experten aus dem Westen, die meinten, alles besser zu wissen und besser zu können, die nichts von dem, was der Osten hatte, lobens- und erhaltenswert fanden, die mit Geld alles kaufen und reparieren und verbessern wollten, und zugleich darüber klagten, dass der Westen so viel Geld in die kaputte Infrastruktur, kaputte Industrie, kaputten Ausbildungs-, Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen des Ostens stecken musste und die leicht damit bei der Hand waren, für die Mitarbeit im System als Funktionär, Bürokrat, Militär oder Spitzel Strafen zu fordern und schließlich auch zu verhängen. Ich hätte meinem koreanischen Kollegen sagen sollen, dass Respekt des überlegenen Westens gegenüber dem unterlegenen Osten von äußerster entscheidender Wichtigkeit war und dass, ihn schuldig zu bleiben, das größte Versäumnis des Westens war. Dabei waren es nicht nur die, die dem System als Mitarbeiter und Anhänger verbunden waren, die sich durch die Arroganz des Westens entwertet fühlten. Auch denen, die das System abgelehnt hatten, war in der Welt der DDR dieses und jenes lieb und teuer geworden, hatte sie stolz gemacht, hatte ihnen Selbstbewusstsein und Selbstwert gegeben. Man kann nicht in einer Welt leben, ohne ihr etwas abzugewinnen, das einem das Leben akzeptabel macht. Wird es, wie von den Westdeutschen bei den Ostdeutschen, nicht anerkannt und gewürdigt, dann wird dies als Abwertung erlebt. In meiner Generation, der heute 60- bis 70-Jährigen, und auch in den nachfolgenden Generationen gibt es unter den Ostdeutschen viele, die in der DDR Karriere gemacht und Arbeit und Erfolg hatten und seit der Wiedervereinigung ohne Erfolg und oft auch ohne Arbeit blieben. Nur wenige von ihnen trauern der DDR nach. Sie wissen, dass die DDR nicht weiter bestehen konnte und untergehen musste. Aber wie die DDR nichts mehr wert ist, sind auch ihre Arbeit und ihre Erfolge, ist auch ihr Leben in der DDR nichts mehr wert. Im wiedervereinigten Deutschland und seiner Arbeits- und Wirtschaftswelt, seinen politischen und gesellschaftlichen Institutionen sind sie nicht angekommen, haben sie keinen Platz gefunden. Sie leiden keine Not, das soziale Netz fängt sie gut auf. Sie lehnen das wiedervereinigte Deutschland nicht eigentlich ab, begegnen ihm aber mit Ressentiment. Immer wieder tragen ihre Kinder das diffuse Ressentiment weiter, so leicht sich Kinder von starken Eltern emanzipieren, so schwer emanzipieren sie sich von schwachen Eltern, denen sie in Mitgefühl verbunden sind. Manchmal hat das Entwertungsschicksal nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Regionen getroffen, in denen die Industrien der DDR untergegangen sind und die Landwirtschaft umstrukturiert wurde und sich kaum noch Arbeit findet. Dann prägt das Ressentiment die ganze Region und wird zum Nährboden für Intoleranz, Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus. Aber auch unter den Ostdeutschen meiner und der nachfolgenden Generation, die nach der Wiedervereinigung Arbeit fanden und Erfolg hatten, sind viele nicht einfach ebenso geworden wie die Westdeutschen. Sie begegnen dem globalen Kapitalismus mit mehr Skepsis und dem politischen System und den politischen Parteien mit mehr Kritik und der Forderung nach mehr Direktheit und Offenheit. Sie leben in der Bundesrepublik Deutschland und freuen sich, wenn deren Fußballmannschaft die Weltmeisterschaft gewinnt. Aber ihnen ist wichtig, dass sie Ost- und nicht Westdeutsche sind. Sie bestehen auf ihrer eigenen und anderen Identität und begegnen den Westdeutschen mit Skepsis. In dem Wert, den sie auf soziale Sicherheit wie auch auf das Leben im Familien- und Freundeskreis legen, lassen sich Spuren dessen finden, was schon den Bürgerinnen und Bürgern der DDR wichtig war.
So bleibt die Vergangenheit der DDR zweifach gegenwärtig. Im guten Fall als Inspiration für einen anderen politischen Stil und eine andere soziale Kultur, im schlechten als Grund für Ressentiment. Gegenwärtig wächst in Deutschland eine junge Generation heran, die Generation nicht mehr der Enkel, sondern schon der Urenkel der Kriegsgeneration, die mit der Vergangenheit des Dritten Reichs nicht mehr viel zu tun haben will. Manchen Angehörigen dieser Generation erzählen moralisch engagierte Lehrer und Lehrerinnen so viel über die nationalsozialistische Vergangenheit, dass es zu Überdruss führt. Anderen erstarrt diese Vergangenheit über Kino- und Fernsehfilme zu einer Collage von Hakenkreuzfahnen, militärischen Uniformen, gestreiften Häftlingsanzügen, bombenwerfenden Flugzeugen und zerbombten Städten. Viele setzen entschlossen auf das Leben im Hier und Jetzt und sehen keinen Sinn darin, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, mit der des Dritten Reichs oder mit der DDR oder mit anderen früheren Vergangenheiten. In die Schuld der Kriegsgeneration ist diese junge Generation nicht mehr verstrickt. Ihre Angehörigen erleben keine Angehörigen der Kriegsgeneration mehr, mit denen sie brechen könnten und sollten und die sie stattdessen in ihrer Gemeinschaft halten. Die Angehörigen der Kriegsgeneration sind tot. Manchmal ist zu hören, die Angehörigen der jungen Generation trügen zwar keine Schuld, aber als Deutsche doch Verantwortung dafür, dass sich, was damals geschah, nicht wiederholt. Aber diese Verantwortung bleibt blass, die Vergangenheit wiederholt sich ohnehin nicht und was damals geschah, geschieht ohnehin nicht wieder. Immerhin gibt es unter den Angehörigen der jungen Generation immer wieder ein Interesse am Schicksal der Vorfahren. Manchmal ist es das Interesse am Urgroßvater, der in der SS oder in der Wehrmacht oder im Widerstand war. Manchmal ist es das Interesse daran, wie die Eltern und Großeltern in der DDR gelebt, was sie gemacht, worunter sie gelitten und woran sie sich gefreut haben. Ob sie bespitzelt wurden oder bespitzelt haben. Es ist ein Interesse nicht an der großen, sondern an der kleinen Vergangenheit. Nicht an dem, wie das Dritte Reich oder die DDR funktioniert, sondern wie die Einzelnen sie erlebt haben. Wegen der hundertjährigen Wiederkehr des Beginns des Ersten Weltkriegs richtet sich das Interesse jetzt auch oft auf Briefe, Tagebücher und andere Zeugnisse von Soldaten und ihren Frauen und Kindern aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Das ist Vergangenheit als Human Interest Story. So fesselt sie Angehörige der jetzigen jungen Generation und so wird sie auch Angehörige künftiger junger Generationen fesseln. Human Interest Stories fesseln einfach. Und wer sie nicht in seiner Welt findet und auch nicht in Fantasy- und Science-Fiction-Welten sucht, findet sie in der Vergangenheit. Freilich wird die Vergangenheit dabei oft ebenso zur Kulisse, wie die Fantasy- und die Science-Fiction-Welten Kulissen sind. Zur Human Interest Story reduziert, stört die Vergangenheit ein entschlossenes Leben im Hier und Jetzt nicht. Und doch lässt die Vergangenheit die jungen Deutschen nicht ungestört im Hier und Jetzt leben. Sie werden auf Reisen nur noch selten von einem Enkel eines ermordeten Juden oder Polen oder Russen nach dem Urgroßvater und danach gefragt, ob er in der SS oder in der Wehrmacht war und was er im Dritten Reich gemacht hat. Aber sie werden auf Deutschlands Platz und Rolle in Europa angesprochen und dieser Platz und diese Rolle sind immer von der Vergangenheit überschattet. Will Deutschland Europa wieder beherrschen? Spielt es wie früher ein militärisches, jetzt ein wirtschaftliches Machtspiel? Darf es sich über die Interessen der anderen, schwächeren europäischen Staaten hinweg oder gegen sie durchsetzen? Welchen Platz, welche Rolle schuldet Deutschland Europa angesichts seiner Vergangenheit? Sie werden darauf angesprochen und müssen sich dazu verhalten. Wieder kann ich nicht auch nur annähernd angemessen über die jetzige junge Generation in Korea reden. Ich habe über, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, Hallyu gelesen, The Korean Cool, die kreative, produktive koreanische Popkultur und es las sich, als wachse auch in Korea eine junge Generation mit dem entschlossenen Wunsch nach einem Leben im Hier und Jetzt heran. Aber auch diese junge Generation wird, so denke ich, immer wieder ein Interesse am Schicksal der Vorfahren
und an Human Interest Stories haben, die in der Vergangenheit des Landes eingebettet sind. Und die fortdauernde Teilung, die militärischen Provokationen des Nordens, die Notwendigkeit militärischer Wachsamkeit im Süden, die einschneidende Erfahrung des Wehrdienstes werden dafür sorgen, dass die junge Generation der Vergangenheit des Landes nicht entkommen kann. Ich habe den Blick auf drei Generationen nach der Kriegsgeneration geworfen. Auf meine Generation, die Generation der heute 60- bis 70-Jährigen, auf die Generation unserer Kinder und auf die unserer Enkel. Meine Generation lebte und lebt in Deutschland mit der Schuld des Dritten Reichs und in Korea mit dem Trauma des Bürgerkriegs. Die Generation der Kinder lebte lange im geteilten und lebt jetzt im wiedervereinten Deutschland, das dank seiner Geschichte zusammengehört und trotz der Verwerfungen der Teilung und der Fehler der Wiedervereinigung zusammenwächst. In Korea lebte und lebt die Generation der Kinder mit einer harten Teilung, ertrug die Militärdiktatur, schaffte die erfolgreiche Industrialisierung und antwortete mit alledem auf Herausforderungen der Vergangenheit. In der Generation der Enkel finden sich viele, die aus dem Schatten der Vergangenheit heraustreten und entschlossen im Hier und Jetzt leben wollen und doch der Vergangenheit ihres Landes nicht entkommen können. Drei Generationen, deren Schicksal es auf die eine oder andere Weise war und ist, mit der Vergangenheit zu leben. Mit dem, was sie ihnen aufgebürdet hat und aufbürdet, wie mit dem, was sie ihnen zugesprochen hat und zuspricht. Nicht einmal die junge Generation kann die Vergangenheit einfach von sich weisen, hinter sich lassen, abschütteln. Also kein Abschied von der Vergangenheit, wenn Abschied von der Vergangenheit bedeutet, dass man sie abschüttelt, hinter sich lässt, von sich weist. Aber bedeutet Abschied von der Vergangenheit dies tatsächlich? Wir nehmen im Lauf des Lebens von Menschen und Orten Abschied von Beschäftigungen und Stellungen, von Erwartungen, Hoffnungen und Träumen. Einer träumt, er werde eines Tages ein Boot kaufen und übers Meer fahren und arbeitet dafür und spart dafür. Dann verliebt er sich, heiratet und hat Kinder. Er kann nicht mehr weg. Er will nicht mehr weg. Und das ersparte Geld reicht gerade als Anzahlung für eine Wohnung. Der Traum ist aus. Aber wir dürfen uns den, der ihn geträumt hat, nicht so vorstellen, als gäbe es für ihn den Traum vom einen zum anderen Moment nicht mehr. Wenn es gut geht, nimmt er vom Traum Abschied. Er träumt ihn nochmal, aber nicht mehr in Erwartung und Hoffnung, sondern jetzt als unerfüllbare Fantasie. Er wendet sich von dem Leben ab, das der Traum versprach, und dem zu, das er jetzt leben wird. Er trauert und zugleich freut er sich. Oder denken wir an einen Arzt, der seit vielen Jahren seine Stellung und Beschäftigung in einem Krankenhaus hatte und ein anderes Krankenhaus wechselt. Auch er wechselt nicht einfach. Nicht nur mag ihm die Entscheidung zu wechseln schwergefallen sein, ihn langes Hin- und Her-Überlegen gekostet haben und ihm, nachdem er sie getroffen hat, Angst machen. Selbst wenn er sie leicht und froh getroffen hat, weil er sich oft nicht geschätzt, gekränkt und verletzt gefühlt hatte, geht er am letzten Tag nochmal durch das Krankenhaus, in dem er doch lange gearbeitet und viel erlebt hat. Er gibt den Kollegen und Kolleginnen, den Schwestern und Pflegern die Hand, und in die Freude auf die neue Stellung und Beschäftigung mischt sich ein bisschen Wehmut. Er nimmt Abschied. Oder denken wir an einen Liebenden, den die Geliebte verlässt. Lange gibt es für ihn nur das. Sie hat ihn verlassen, sie ist weg, er ist ohne sie allein, leer, elend. So erleben ihn auch seine Freunde und Freundinnen, leer und elend. Bis er ihnen eines Tages wieder als der Alte begegnet oder sogar reifer und weiser, weil er endlich geschafft hat, von der Geliebten und der Zeit mit ihr Abschied zu nehmen. Immer meint Abschied mehr als die Tatsache, dass etwas da war und jetzt weg ist. Was da war, muss mit dem Abschied auch gar nicht weg sein. Es kann uns in der Erinnerung weiter begleiten und beschäftigen, betrüben und beglücken. Aber es begleitet und beschäftigt uns nach einem Abschied anders als nach einer anderen Zäsur, die einen Verlauf einfach abbricht oder einen Zusammenhang einfach zerreißt.
Abschied ereignet sich nicht, er wird genommen. Oder er wird nicht genommen. Und ob wir eine Zäsur, eine Veränderung, eine Trennung mit uns geschehen lassen oder ob wir Abschied nehmen, macht den entscheidenden Unterschied. Dabei ist Abschied nehmen nicht nur mehr als verlassen werden, sondern auch mehr als verlassen, nicht nur mehr als stehen gelassen werden, sondern auch mehr als weggehen. Es ist nicht nur aktiv im Unterschied zum passiven stehen gelassen und verlassen werden, es enthält eine besondere Qualität, die es so wichtig, aber auch so schwierig macht. Abschied nehmen ist schwierig. Kennen wir nicht alle jemanden, der seinen Traum nicht verwirklichen, von ihm aber auch nicht Abschied nehmen konnte und unzufrieden durch das Leben geht, dass ihm die Erfüllung seines Traums schuldig geblieben ist? Oder der sich beruflich verändern musste und in der neuen Stellung und Beschäftigung nie richtig ankam, weil er von der alten nie wirklich Abschied nahm, vielleicht Kränkungen und Verletzungen, die er in der alten erlitten hatte, nie verwinden konnte? Oder der für eine neue Beziehung nicht offen ist, weil er von der alten auch nach Jahr und Tag nicht Abschied zu nehmen geschafft hat? Die Bibel erzählt, dass Moses das jüdische Volk 40 Jahre durch die Wüste führte, ehe es das gelobte Land erreichen durfte. Erst musste die Generation, die in Ägypten gelebt und dort zwar gelitten, sich aber auch angepasst und eingewöhnt hatte, sterben. Sie trug Ägypten immer noch mit sich und in sich. Sie konnte von Ägypten nicht Abschied nehmen. Das Leid von Exil und Emigration ist das Leid des zu schwierigen Abschieds von der Welt, die man verlassen hat oder aus der man vertrieben wurde. Die Zeit, von der das Sprichwort sagt, sie heile alle Wunden, ersetzt das Abschiednehmen nicht. Sie kann nur dabei helfen. Mit zeitlichem Abstand können Schmerzen, Enttäuschungen und Verletzungen abklingen und Kopf und Herz freier werden. Freier das, was vergangen ist, zu begreifen. Denn um das Begreifen geht es beim Abschied wesentlich. Der Träumer, den wir uns vorgestellt haben, kann von seinem Traum Abschied nehmen, wenn er begreift, dass seinem Leben eine andere Bahn gemäß ist und dass die Fahrt mit dem Boot über das Meer für ihn nicht ein Projekt war, sondern nur ein Traum. Der Arzt nimmt vom Krankenhaus Abschied, indem er nochmal durch die Räume geht und mit den Menschen spricht und sich dabei erinnert und vergewissert, was er in der Zeit am Krankenhaus erlebt hat, weil er dabei begreift, dass diese Zeit ihre Richtigkeit hatte mit dem, was er gelernt hat, mit den Erfolgen und dem Scheitern, den Hoffnungen und Enttäuschungen, den Begegnungen und Konflikten, die er in dieser Zeit hatte. Und der verlassene Liebende kann Abschied von der Geliebten und der Zeit mit ihr nehmen, wenn er begreift, warum sie ihn verlassen musste und warum er, wenn er es richtig bedenkt, sie auch gehen lassen musste und dass sich ihre gemeinsame Zeit erschöpft und erfüllt hatte. Das Begreifen gelingt nicht, solange der Träumer seines unerfüllten und unerfüllbaren Traums mit der Bitterung gedenkt, solange im Arzt bei der Aufgabe seiner Stellung und Beschäftigung am Krankenhaus der Groll über die Kränkungen und Verletzungen schwelt, die ihm dort widerfuhren, solange der verlassene Liebende die Geliebte als die böse Täterin und sich selbst als das arme Opfer sieht. Nicht das Abschied voraussetze, dass man seinen Frieden mit dem Menschen oder dem Geschehen macht, von dem man Abschied nimmt. Man muss nicht endlich das Positive sehen. Nicht verzeihen und weder eine optimistische Botschaft finden, noch eine ermutigende Lehre für die Zukunft ziehen. Begreifen bedeutet, philosophisch und hegelisch ausgedrückt, dass man die Vernünftigkeit der Wirklichkeit sieht. Das heißt, dass man versteht, das, was war, so traurig, enttäuschend, schmerzlich es vielleicht war, doch seine Richtigkeit hatte, sei es auch eine traurige, enttäuschende, schmerzliche Richtigkeit. Dann kann man sich an den Menschen oder das Geschehen erinnern und muss ihn bzw. es nicht verdrängen. Und man kann sich erinnern, ohne wieder emotional in das Erinnerte verstrickt und darin festgehalten zu werden. Abschied nehmen heißt beides zugleich, sich dessen, was war, zu erinnern und sich davon zu befreien. Nochmal philosophisch und hegelisch ausgedrückt, im Begreifen werden Gegensätze aufgehoben, auch die Gegensätze unserer Beispiele, beim Träumen der Gegensatz von Traum und Wirklichkeit,
beim Arzt, der von Vergangenheit als Erfolg und als Scheitern, und beim verlassenen Liebenden, der von Liebeshoffnung und Liebesenttäuschung. Sie werden aufgehoben, verlieren ihr Gewicht, werden leichter. Und indem sie leichter werden, werden wir freier. Weil Abschied verlangt, dass man begreift. Und weil Begreifen bedeutet, dass man die Vernünftigkeit der Wirklichkeit sieht, ist der Abschied von der Vergangenheit manchmal so schwierig. Jedes Mal, wenn ich mit meinen Studenten und Studentinnen Hegels Rechtsphilosophie und die Passage von der Wirklichkeit der Vernünftigkeit und der Vernünftigkeit der Wirklichkeit gelesen habe, kamen die empörten Einwände. Auschwitz soll vernünftig gewesen sein? Die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs sollen vernünftig gewesen sein? Und wenn ich mit koreanischen Studenten und Studentinnen Hegels Rechtsphilosophie lese, würden sie wohl mit der gleichen Empörung an die japanische Besatzung, den Krieg zwischen Süd und Nord und die Militärdiktatur erinnern. Was soll daran vernünftig gewesen sein? Aber bei der Vergangenheit ist es wie bei den Beispielen, die ich benutzt habe, wie bei den Geschichten, die wir erleben. Die Vernünftigkeit der Vergangenheit zu sehen, heißt nicht, sie positiv zu sehen, optimistische Botschaften in ihr zu finden oder ermutigende Lehren für die Zukunft aus ihr zu ziehen. Es heißt auch nicht, Frieden mit ihr zu machen. Es heißt, und das ist zugleich wenig und viel, sie in ihrer Folgerichtigkeit zu verstehen. Zu verstehen, dass sie kein verwirrender, verstörender Ablauf von Zufällen, Glück und Pech, Schicksalsschlägen und geheimnisvoller Fügung und Lenkung ist, sondern das und warum und wie sie von Menschen gemacht wurde, wie späteres Geschehen durch früheres ausgelöst wurde und auf es antwortete, wann die Weichen gestellt wurden und warum sie so oder so gestellt wurden. Es ist, was Historiker tun, in immer gründlicherer Erhebung dessen, was in der Vergangenheit geschah und in immer tieferer Analyse des Warum, in Kritik alter und in Entwurf neuer Erklärungen, in einem steten Prozess der Konstruktion und Dekonstruktion. Und sie tun es mit Erfolg. Wir verstehen heute die Entstehung und den Ablauf des Ersten Weltkriegs, den Übergang von der Weimarer Republik zum Dritten Reich, das Funktionieren der nationalsozialistischen Kriegs und auch Ausrottungs- und Vernichtungsmaschinerie besser als jemals zuvor. Die Arbeiten der Historiker prägen das kollektive Bild der Vergangenheit, ohne ihm seine Farbe, Anschaulichkeit und Lebendigkeit zu geben. Das tun Literatur und Kunst in allen ihren Erscheinungsformen. Wir alle können uns an historische Werke, wir alle können uns aber auch an Romane oder Filme erinnern, die uns an Momente der Vergangenheit erst richtig haben verstehen lassen. So habe ich nach der Lektüre von Erich Maria Remarques Roman »Im Westen nichts Neues« den Stellungskrieg im Ersten Weltkrieg besser begriffen und nach der von Leon Feuchtwangers Roman »Erfolg« die Kräfte der Restauration und Reaktion in der Weimarer Republik. Und die Lektüre von Park Yong-nis »Markt und Krieg« hat mich überhaupt erstmals die Wucht begreifen lassen, mit der der Krieg über die Koreaner und Koreanerinnen hereingebrochen ist. Und immer ist dieses Begreifen ein Verstehen von Folgerichtigkeit, sei es politischer oder ökonomischer, soziologischer oder psychologischer. Und immer wieder gibt es Momente der Vergangenheit, die sich dem Begreifen verweigern. Nach wie vor macht mich fassungslos, wie leicht und rasch die Institutionen, in denen sich die deutsche Kultur über Jahrhunderte ihre Gestalt gegeben hatte, im nationalsozialistischen Deutschland zerschlagen und vernichtet wurden oder sich sogar selbst aufgaben und zerstörten. Das kulturelle Eis, auf das Verwaltungen und Gerichte, Parteien, Verbände und Gewerkschaften, Kirchen und Universitäten gegründet waren, das doch so dick und fest und verlässlich erschienen war, erwies sich als dünn und zerbrach kläglich. Wie konnte das geschehen? Und wie verlässlich ist das Eis, auf dem wir leben? Bedarf es wieder nur weniger, diesmal anderer Schläge, um unsere Institutionen als schwach, korrupt und fragil zu erweisen und zusammenbrechen zu lassen? An den Zusammenbruch der Institutionen schlossen die Grausamkeiten an, die in der nationalsozialistischen Kriegs-, Ausrottungs- und Vernichtungsmaschinerie begangen wurden, und wieder stehen wir fassungslos. Dieser Grausamkeiten waren Menschen fähig, Menschen wie du und ich? Wozu sind wir fähig? Wessen bedarf es, damit wir alle Kultur und alle Zivilisation vergessen
und Bestien werden? Einen Abschied von der Geschichte gibt es nicht. Es gibt den Abschied von dieser und jener Vergangenheit. Wir verstehen, warum sie war, wie sie war, wissen damit auch, dass sie so, wie sie waren, und wissen vielleicht sogar, wie wir verhindern können, dass Ähnliches wieder geschieht. Wir sind frei von der Vergangenheit. Wir erinnern uns an sie, glücklich oder traurig. Aber wenn wir Abschied genommen haben, machen die Erinnerungen keine Angst mehr und keine Wut und keinen Hass. Sie begleiten uns, wie uns die Bücher oder Bilder begleiten, die uns im Lauf unseres Lebens wichtig wurden und die wir in unserer Bibliothek behalten bzw. in unserer Wohnung aufgehängt haben. Aber neben den Vergangenheiten, von denen wir Abschied nehmen, enthält die Geschichte Beunruhigungen, die wir nicht begreifen und von denen wir uns nicht befreien können. Wir können versuchen, sie zu vergessen oder zu verdrängen. Aber vergessen und verdrängen ist etwas anderes als Abschied nehmen. Und sobald wir wieder auf sie stoßen, und wir stoßen immer wieder auf sie, sind sie wieder von der gleichen Kraft und bemerken wieder, dass wir sie nicht begreifen und uns von ihnen nicht befreien können. Von ihnen gibt es keinen Abschied. Wie es Romane und Filme gibt, die uns die Vergangenheit begreifen lehren, gibt es Romane und Filme, die uns die Beunruhigungen, die die Geschichte enthält, mit ihrem ganzen Gewicht spüren lassen. So begegnen wir bei Dostojewskis Die Brüder Karamasow dem unbegreiflichen, zerstörerischen zugleich von Nihilismus und Fanatismus. In Franz Kafkas Erzählung dem erschreckend lautlosen Zerbersten des Gefüges einer Welt oder in Primo Levis ist das ein Mensch dem Grauen der Konzentrationslager. Selbst wenn Autoren und Autorinnen das Beunruhigende zu verstehen und zu erklären versuchen, bricht es gegen ihre Verstehens- und Erklärungsversuche beunruhigend durch. Wir nehmen von Vergangenheiten Abschied, wie wir von Menschen, Orten und Tätigkeiten, Träumen und Lieben Abschied nehmen. Wie wir für neue Menschen, Orte und Tätigkeiten frei sein, neue Träume träumen und uns neu verlieben wollen, wollen wir von der Vergangenheit Abschied nehmen, um für die Gegenwart und Zukunft frei zu sein. Es gelingt und es gelingt nicht. Es gelingt nicht, wenn die Geschichte Unbegreifliches enthält, von dem wir keinen Abschied nehmen können und das uns beunruhigend in der Gegenwart und in die Zukunft begleitet. Die Geschichte enthält Vergangenheiten, die wir begreifen, an die wir uns erinnern und von denen wir wissen, die uns geprägt, manchmal gefördert, manchmal beschädigt und gelähmt haben, die wir anerkennen und in unsere individuellen und kollektiven Biografien integrieren können. Und sie enthält das andere, das Unbegreifliche und Beunruhigende, von dem es keinen Abschied gibt. Und beides kann nebeneinander wohnen und wohnt jedenfalls in meiner, der deutschen Geschichte, nah beieinander. Ein trauriger Befund? Nein, es wäre traurig, wenn der Befund anders wäre, wenn wir anders wären. Wenn wir nicht von der Vergangenheit Abschied nehmen und dadurch die Freiheit der Zukunft gewinnen könnten. Wenn wir im Abschied die Vergangenheit nicht aufheben, aufbewahren und in unsere Biografien integrieren könnten. Und wenn wir nicht zugleich auch um das Unbegreifliche und Beunruhigende wüssten, das uns in der Vergangenheit begegnet und von dem es keinen Abschied gibt, weil es einen Abgrund offenbart, der in uns selbst liegt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.여지껏 주변국들은 물론이고 자국민들에게 왜곡된 민족주의 나라로서 인식되어 왔습니다. 독일인은 가해자의 입장에서 자국의 정체성을 훼손해왔고 한국민들은 각자 피해자로서 자신들의 정체성을 형성해왔는데 지금 한국인들이 맞이한 위기는 단순히 분단에만 국한되는 게 아니라
일본과 중국과 같은 주변국들에 의해서도 상당한 위험에 처한 상황입니다. 그러나 이제 당신이 말한 그 과거와의 작별을 하기 위해서는 우리는 어디까지나 민족주의 안에서 머물러서 자국의 정체성을 결집할 수밖에 없는데 지금 한국이 이런 처한 상황을 해결하기 위해서는 단순한 민족주의에서 벗어나서 각국의 민족들과 하나로 합의할 수 있는 시간을 결집하는 것이 중요하다고 생각합니다. 그럴 때 당신이 독일인으로서 그리고 EU의 구성원으로서 과거와의 작별과 동시에 다른 민족들과의 합의를 이뤄낼 수 있는 민족주의의 방향이 어떻게 되는지에 대한 생각을 듣고 싶습니다. Das ist eine gute Frage. Ich weiß zu wenig über die koreanische Geschichte, um etwas von Gewicht dazu sagen zu können. Ich kann nur ein paar Gedanken äußern, ohne einen großen Anspruch. Mein Eindruck ist, dass für Korea wie für Deutschland, für ein Opfer wie für ein Täterland, für den Abschied Voraussetzung das Begreifen ist und für das Begreifen das genaue Hinschauen. Und ich stelle mir vor, dass, obwohl Korea ein Opferland ist, das Hinschauen auf die Zeit der japanischen Besatzung, die auch eine Zeit der Kollaboration gewesen sein muss, anders ist es ja gar nicht vorstellbar, und dass die Zeiten der Militärdiktatur Zeiten des Komplizentums gewesen sein müssen und dass die Zeit des Koreakriegs Zeiten der vielfach gebrochenen Loyalitäten gewesen sein müssen. Also ich denke, auch für ein Opferland ist Voraussetzung für den Abschied das genaue Hingucken auf das, was an der Geschichte groß war, aber auch das, was an der Geschichte schlecht und trostlos und kläglich war. Und begreifen von all dem hilft für den Abschied. Ja, Sie haben ja eine Frage mit zwei Hälften gestellt. Das war die erste Hälfte. Ich denke, Abschied setzt Begreifen voraus und Begreifen heißt Begreifen in allem, im Positiven wie im Negativen, in dem, was je mehr ich über die koreanische Geschichte gelernt habe, desto mehr habe ich auch zu bewundern gelernt. Aber eben auch das, was schwierig und schmerzlich ist. Das Verhältnis zu den Nachbarn, da gehören ja beide dazu. Das Verhältnis zu dem anderen kann man ja nicht alleine gut gestalten. Ich denke, was bei uns in Deutschland für das Verhältnis zu den Nachbarn geholfen hat, was für sie viel schwieriger ist, wir sind so dicht von ihnen umgeben. Und der Austausch mit ihnen geschieht ganz selbstverständlich. Und jede nächste Generation macht ihn noch selbstverständlicher als die davor. Also das ist für sie nicht so leicht wie für uns. Aber ich denke, das ist das einzig Mögliche, dass man auch mit diesem Begreifen der eigenen Vergangenheit so viel Kontakt wie möglich mit den jungen Menschen des anderen, des Nachbarlandes hat. 안녕하십니까. 저는 연세대학교 사회학과 김신현이라고 합니다. 그 독일은 그 자신들의 과거를 이해하고 그러한 그 잘못된 그 역사 그 세태를 청산하려는 움직임이 굉장히 활발한 반면 그 같은 가해국이라고 칭할 수 있는 일본은 그러한 과거 문제를 가지고 좀 정치적으로 활용한다든지 아니면 그런 과거에 대해서 좀 그건 청산을 제대로 하지 않고 어떤 좀 일마양적인 다른 좀 역사적 입장을 가지고 있는 것 같은데 교수님께서 생각하시는 일본은 왜 그런 역사 인식의 방법이 독일과 다른지 그거에 대해서 좀 의견을 듣고 싶습니다. Ich kenne Japan viel zu schlecht, um etwas Allgemeines und Gültiges zu sagen zu versuchen können.
Ich kenne eine Japanerin gut, die Frau eines guten Freundes von mir. Und ich weiß, dass sie ihr Land, also die offizielle Politik, in der Hinsicht auch kritisch sieht. Wie viele Japaner das sind, wie wenige, das alles kann ich gar nicht abschätzen. Mein Eindruck ist, dass sich in Japan die Sache jetzt wieder verschlechtert hat, dass es schon mal besser war. Und es scheint da auch Aufs und Abs zu geben. Und auch da kann ich nicht beurteilen, was sie eigentlich motiviert. Allgemein muss man wohl sagen, dass es einen Unterschied macht, ob ein Land wie Deutschland im Zentrum Europas liegt, umgeben von denen, denen es als Tätervolk Schlimmes zugefügt hat, mit denen es sozusagen auf einer täglichen Basis zusammenlebt, oder ob ein Land wie Japan eine Insel ist und mit Nachbarn viel weniger zu tun hat. Ich weiß auch nicht, welche Rolle es spielt, dass Japan, so sagt man ja immer wieder, eine Schamkultur ist, während Deutschland eine Schuldkultur ist. Also es gibt vieles, das ich einfach nicht weiß, was ich wissen müsste, um auf Ihre Frage eine richtig gute Antwort zu geben. Deswegen konnte ich nur ein paar Gedanken dazu äußern. Mein Name ist Su Kyung Lee und ich studiere Germanist auch hier in der Universität. Und zuerst, es ist sehr gut zu hören, Ihren Vortrag in Person, als eine große Fan von Ihrem Buch, der Vorleser. Und ich möchte eine wesentliche Frage stellen. Ich bin einverstanden dafür, dass wir die Vergangenheit gut verstehen sollen, um uns richtig von dieser Vergangenheit verabschieden. Aber nach meiner Meinung können diese Geschichte oder Literatur auch uns von Sachlichkeiten oder richtigen Verstehen hindern, weil die Ansichten der Schreiber uns beeinflussen. Ich bin gespannt, wie du daran denkst. Deshalb dürfen wir nicht nur ein Buch lesen, sondern müssen viele Bücher lesen. Mit der Wirklichkeit ist es so, dass wir sie oft erst richtig verstehen, wenn wir viele Perspektiven zur Kenntnis genommen haben. Und das gilt ja sowohl in der Wissenschaft. Als Germanistin wissen Sie, wenn Sie ein Werk verstehen wollen, lesen Sie verschiedene Interpretationen, um es aus den verschiedenen Perspektiven ganz zu erfassen. Und so ist es in der Literatur. Sie müssen vieles lesen, um ein wirkliches Verständnis für einen Zeitabschnitt, für eine Periode zu entwickeln. Alles, was Schriftsteller und Schriftstellerinnen schreiben, ist autobiografisch und nichts ist einfach die Abbildung ihres Lebens. Und wenn ich Roman über ein Buch schreibe, dann, weil ich über Weiteres auch keine Auskunft geben will. Was Hanna Schmitz angeht, als sie die Tür der Kirche oder die Türen der Kirche nicht geöffnet hat, gehorchte sie keinem dahingehenden Befehl. Die Oberen waren verschwunden. Sie konnte entscheiden, was sie tun wollte. Und auch ohne lesen und schreiben zu können, wusste sie, dass dadurch, dass sie die Tür nicht geöffnet hat, Menschen kläglich zu Tode kamen. Und was Hannah Arendt angeht, sie meint ja nicht, dass das Böse banal ist, sondern dass das Böse, das viele Gesichter hat, auch ein banales Gesicht hat. Und ich denke, damit hat sie gewiss recht. Das Böse begegnet uns genialisch oder das Böse begegnet uns raffiniert oder das Böse begegnet uns intellektuell subtil. Oder es begegnet uns grob und grausam und banal. Und die Kritik scheint mir einmal ihrer Erörterung der Tätigkeit der Judenräte gegolten zu haben. Und zum anderen haben damals schon manche bezweifelt, dass Eichmann wirklich das banale Gesicht des Bösen war. Und inzwischen wissen wir ja auch viel mehr über ihn, als sie wusste. Und inzwischen wissen wir, dass er nicht einfach das banale
Gesicht des Befehlsempfängers war, der sich keine Gedanken gemacht hat, sondern er war ein Antisemit und er war auch ein Antisemit, dem die Vernichtung der Juden ein Anliegen war. 어떤 특수한 역사에 자식 세대가 자신이 직접 겪지 않은 역사를 좀 그것과 작별을 하는 과정이 뭐 이해하는 것이다라는 것에 대해서 이제 이해를 저도 이제 받아들이고 그렇게 인상 깊게 이제 들었는데요. 과연 만약에 개인의 경우에 개인이 이제 직접 겪은 어떤 사실의 경우에 과연 이런 같은 과정을 통해서 과거와 작별이 될 수 있을지가 조금 더 궁금합니다. 여기에 강연에 보면 의사나 어떤 이별을 한 남자나 이런 분들이 등장을 했었는데 그분들이 그런 사람들이 과거와 작별을 하기 위해서 했던 행위가 어떤 일어났던 과거의 경험을 회상을 하거나 기억을 한다는 거라고 한다면 과연 개인이 직접 겪은 거에 있어서는 어떤 기억의 행위가 어떤 미화되거나 좀 그런 합리화될 수 있는 부분이 좀 더 들어갈 수 있지 않을까 그런 궁금증이 생겨서 자신이 직접 겪은 과거와 작별을 한다는 것이 과연 겪지 않은 그런 어떤 역사적 사실과 작별을 하는 그런 행위와 이해 행위와 동일한 것인지에 대해서 조금 더 이야기를 듣고 싶습니다. 예. Es gibt natürlich einen Unterschied. Eine Vergangenheit, die ich nicht erlebt habe, mag mich nicht so betreffen wie eine Vergangenheit, die ich erlebt habe. Sie kann mich sehr betreffen, aber sie mag mich nicht so betreffen wie eine Vergangenheit, die ich erlebt habe. Mich nicht zu bedrängen, mich nicht zu begleiten. Aber der Prozess des Begreifens, um Abschied nehmen zu können, scheint mir ein ganz ähnlicher zu sein. Bei der eigenen, selbst erlebten Vergangenheit gibt es, obwohl ich sie selbst erlebt habe, immer wieder vieles, was ich noch nicht weiß, was ich mir noch nicht überlegt habe, was ich wissen und überlegen muss, um begreifen und Abschied nehmen zu können. Und das ist bei einer Vergangenheit, die ich nicht erlebt habe, die mich aber betrifft, von der ich deswegen Abschied nehmen will, nicht anders. 제가 만일 위안부 할머니라고 생각을 하면은 그녀들에게 그러한 과거의 극복은 단순히 이해를 통한 작별로만 극복이 되기엔 힘들지 않을까. 지금 그녀들이 주장하는 것들은 이제 여러 가지 경제적이나 아니면 여러 보상이나 일본 국민들의 사과를 요하는데 어떤 그런 보상적인 측면에서도 과거 극복 문제가 조금 해결될 수 있지 않나라고 생각을 하는데 거기에 대해서 어떻게 생각하시는지 좀 궁금합니다. Natürlich weiß ich von den Sexsklavinnen und besonders eindrücklich ist mir das begegnet in dem Roman von Chang-Ri Li. Ich weiß den Titel im Moment nicht. Ein fremdes Leben oder ein entfremdetes Leben. Ich sagte am Ende meines Vortrags, es gibt Dinge, die wir nicht begreifen können, sondern die beunruhigend bleiben und uns als Beunruhigung begleiten. Und die uns als Beunruhigung begleiten deswegen, weil dass Menschen manche Dinge tun können, wir nicht einfach abschieben können als etwas, das nur die anderen tun, sondern das zeigt, dass Abgründe in uns Menschen sind, die ja etwas Beängstigendes und Beunruhigendes und Verstörendes behalten und von dem man sich nicht befreien und von dem man keinen Abschied nehmen kann. Guten Tag, Dr. Schlink. 질문은 우리말로 드리겠습니다. 선생님께서는 그 작가이심과 동시에 이제 법학을 전공하셨고 이제 독일의 주 헌법재판소에서 재판관까지 하신 걸로 제가 알고 있습니다. 그렇다면 사실 우리 문학이라든지 아니면 제가 잘 모를 수도 있겠지만 제가 아는 바에서는 뭔가 법학자가 문학을 한다는 것이 그렇게 흔한 일은 아닌 것 같습니다. 그래서 혹시 선생님이 생각하시는 그런 법학과 문학의 관계랄지 아니면 혹시 선생님의 작품에서 법학이 갖고 있는 혹은 법이 갖고 있는 그런 위치나 함의는 어떤 것들이 있는지 혹시 설명해 주실 수 있으시면 부탁드리겠습니다. Ich antworte in zwei Teilen. Der erste Teil ist,
Es gibt inzwischen ja Recht und Literatur als ein Fach, das vor allem an amerikanischen Law Schools gelehrt wird, aber zunehmend auch in Europa, und bei dem die Nähe zwischen Recht und Literatur darin besteht, dass Probleme der Rechtsphilosophie und Moralphilosophie, Probleme von Gut und Böse, Recht und Unrecht, Gerechtigkeit, Vergebung, Rache, die philosophisch erörtert werden können, die aber manchen philosophisch nur schwer zugänglich sind, wenn sie ihnen in der Literatur begegnen, besser zugänglich sind. Also Recht und alles, was zum Recht dazugehört, spielt in der Literatur immer wieder eine Rolle und kann in der Literatur aufgefunden und diskutiert werden. Und ich bin vorhin einem Kollegen von der Yonsei-Universität begegnet, der Law and Humanities unterrichtet. Also eine ganz ähnliche Verbindung wie was in Amerika oder bei uns Law and Literature heißt. Was mich selbst angeht, ich habe nie einen Konflikt zwischen meinem Leben als Jurist und meinem Leben als Schriftsteller empfunden. Als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich ja mit Kriminalromanen angefangen zu schreiben. Und ich denke manchmal, das war deswegen so leicht, nicht weil ich als Jurist mit Strafrechten Verbrechen zu tun hätte, sondern weil es im Recht darum geht, ein Problem zuerst zu entwickeln und dann zu lösen. Und nichts anderes geschieht im Kriminalroman. Das Problem wird zuerst entwickelt und dann wird es gelöst. Sprache spielt eine Rolle im Recht und beim Schreiben natürlich. Der Rechtsstaat ist der Staat, bei dem Sprache Gewalt ersetzt, an die Stelle von Gewalt getreten ist. Und ja, über die Bedeutung von Sprache in Literatur muss man nicht weiter reden. Ich habe beides immer mit Leidenschaft gemacht, das Recht und das Schreiben. Und bin froh, dass beides in meinem Leben Platz hat. 아쉽지만 여기에서 강연회와 토론회를 모두 마쳐야 될 것 같습니다. 슐링크 교수님께 다시 한번 감사드립니다. 또 긴 시간 경청해 주신 청중들에게도 또 감사드립니다. 이것으로 강연회를 모두 마치도록 하겠습니다.